Ich weiß nicht, ob ihr EOS schon mal gehört habt. EOS ist ein Lippenbalsam. Und ich muss sagen, ich verwende auch Lippenbalsam. Und zwar den echten für Männer. Aus Norwegen. Dieser Lippenbalsam, den habe ich bewusst gekauft. Ich habe kein Labello, hellblau, rosa, pink, Puppi, Barbie-Scheiß gekauft. Mit Tomaten-Erdbeer-Joghurt-Geschmack. Nein, das ist Männerlippenbalsam. Mabacher TV. Er kommt aus Norwegen. Weil die Norweger, erstens sind sie Wikinger und zweitens sind sie Hochseefischer. Und die schmieren sie das auf die Lippen, damit sie, wenn sie heimkommen, die Süßen zu Hause nicht aufreißen beim Schmusen. Ja? Weil die haben sicherlich eine Haut wie ein Reibeisen und die Lippen sind genauso hart. Und deswegen haben sie Männerlippenbalsam. Und der hat keinen großen Geschmack und er funktioniert. Und ich muss zugeben, ich bin überdurchschnittlich infantil. Mir macht das Spaß. Dieses raus rein. Ziemlich lächerlich, ich weiß. Aber es funktioniert. Und der ist sozusagen immer dabei. Und ja, es ist halt praktisch und. Kleiner Verschwindegut. Das ist mein Lippenbalsam. Und nun kommen wir zu EOS. Bin extra. Das würde ich ihn im DM kaufen. Da gibt's den Scheiß gar nicht. Nein, im Douglas. Douglas macht Klinken mehr Spaß. Und das ist er. Ich werde jetzt mal schauen, ob man da überhaupt reinkommt, ja? Weil es ist ja prinzipiell sind solche Verpackungen ja immer extrem schwierig zu öffnen. Ach, na gut, es geht. Gut, schauen wir mal. Ich muss sagen, Überraschungseier lassen grüßen. Das ist also EOS. Hier steht EOS drauf. Oh. Bin erstaunt. Lässt sich easy drehen. Boah. Boah, lecker. Okay, warte mal. Das Ding ist Blueberry Acai. Oder Acai. Alter Schwede. Also Blaubeeren. Gut. Puh, es riecht sehr künstlich. Es ist blöd, dass ich meinen Männerlippenbalsam schon drauf habe, gell? Aber. Also, das ist der Mann. Wische mal die Scheiße einfach runter. Und jetzt. Hab irgendwie was von einem Eis oder so. Auf YouTube gibt's Myriaden von Videos zu dem Thema. Und viele davon handeln davon, viele davon sind so Do-it-yourself-Dinger. Also Leute, die selbst solche Dinger bauen. Bei solchen Sachen weiß ich nie, ob man essen soll. Das schmeckt nicht gut. Na? Irgendwie so. Aber giftig ist es sicher nicht, glaube ich. Aber es ist auch nicht gut. Okay. Zum Essen ist es nicht. Mal schauen. Aber so barrierefrei technisch geht's. Also wenn man die Hände gut verwenden kann. Aber schauen wir mal, was die Anwendung sagt. Aufmachen. Check. Draufmachen.
Check. Und dann Spaß haben. Okay.